Naja, also die Partner selber sind so wichtig für ein Projekt, dass man sich wirklich Zeit lassen soll, sich mit denen auch auseinanderzusetzen. Also einen richtigen Partner zu finden, ist für den Erfolg eines Projekts eigentlich entscheidend. Und ich wähle immer gerne Leute aus, Partner aus, die ich kenne, mit denen ich schon gute Erfahrungen gemacht habe. Manchmal kommt es auch vor, dass sie dann immer wieder in verschiedenen Projekten auftauchen, die wir machen. Es macht aber nichts. Dann weiß man, aha, die machen ihre Arbeit gut und die kann man gut gebrauchen. Also das ist sozusagen für eine Projektentwicklung und Durchführung wirklich entscheidend. Das andere ist dann die Frage, wie kriegt man auch thematisch passende Partner zusammen? Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie Projekte gut zu managen, sondern es geht auch darum, gute Outputs zu machen, gute Themen, die Themen richtig zu entwickeln und darzustellen, manchmal auch wissenschaftliche Recherchen zu machen. Also wer ist eigentlich dafür geeignet? Da lohnt sich meiner Meinung nach intensive Recherche. Das kann man gut machen über die Datenbank der Projekte, die schon gelaufen sind. Das gibt es ja bei Erasmus, das ist eigentlich sehr hilfreich. Und sich da mal rauszupicken, vor allen Dingen auch Partner, die solche Projekte, die thematisch passen, auch schon mal koordiniert haben. Die sind dann meistens auch bereit, weiter mitzumachen. Also da habe ich schon sehr viele gute Partner gefunden, die ich vorher gar nicht kannte. Aber wenn jemand so ein Projekt schon mal koordiniert hat, dann weiß man, ah, super, der weiß, worum es geht und was man machen muss. Und der eignet sich halt einfach gut dafür. Und dann eine ganz normale Google-Recherche, Erasmus plus Digitalisierung und das, was man für ein Thema hat, plus Projekt, da kommt man auch auf einige Partner. Da gibt es natürlich noch viele andere Quellen, zum Beispiel bei EPALE, ja, das ist ja diese europäische Plattform für Erwachsenenbildung, die haben eine eigene Möglichkeit, um Partner auch zu finden oder auch da mal bei Themen zu gucken, gibt man Thema Digitalisierung ein und wer hat eigentlich da geschrieben, wo arbeitet der, den kann man dann auch benutzen. Facebook ist auch nicht schlecht, ja, da gibt es auch Foren oder Gruppen, die sich halt mit dem Thema Erasmus beschäftigen. Ja, das ist eigentlich dieses Thema, einen richtigen und passenden Partner, der auch thematisch arbeitet. Da kommt man eigentlich ganz gut weiter, wenn man sich die Institutionen, die Websites, die Leute mal richtig gut anguckt. Kann man die wirklich gebrauchen? Was haben die geschrieben bisher? Und dann fragt man ja. Das ist natürlich schön, wenn man in die Zukunft schauen könnte, nach dem Motto, ich weiß, dass der das nicht macht und nicht kann. Also unbedingt sollte man natürlich Partner vermeiden, die nachher nichts tun. Das ist immer ein riesiges Problem. Dann fängt man an mit der Partnerschaft, so nach 3 Monaten ist irgendwie die Luft raus oder das Personal hat sich geändert. Also falsche Partner sind meistens Partner, die nicht richtig mitarbeiten. Sind natürlich manchmal schwierig rauszukriegen. Manchmal ist ganz gut zu sehen, wie gut ist eigentlich die Organisation selber. Wie viele Mitarbeiter haben die? Haben die eine eigene Abteilung für Projekte oder ist das nur ein kleines Büro mit 2 Leuten? Und die zweite Sache ist, wenn man zu viele Partner aus einem Land hat. Das kenne ich auch, ja, nach dem Motto, oh, darf ich auch mitmachen? Und ich auch, so super interessant. Und Digitalisierung wollte ich schon immer mal. Da hat man plötzlich 5 deutsche oder österreichische Partner. Und das kommt niemals durch. Ich finde ja immer toll, überhaupt in diesen europäischen Partnerschaften zu arbeiten, möglichst viele Aspekte auch drin zu haben und diese Aspekte auch mit entsprechenden Partnern zu besetzen. Also ich sage mal zum Beispiel einer, der wirklich aus der Praxis kommt, der wirklich Erwachsenenbildung macht und nicht nur Projektentwicklung und Organisation oder mal eine Universität, die einen ganz anderen Zugang haben dazu. Oder vielleicht auch mal eine Schule, ja, wo man oder ein schulischer Träger, der so einen Aspekt in die Partnerschaft reinbringt. Also je monotoner und auf einer Ebene die ganze Partnerschaft organisiert ist, desto langweiliger ist das auch. Also ich habe wirklich sehr nette und positive Erfahrungen gemacht, das schön durchzumischen. Also Dachorganisationen, vielleicht auch europäische Organisationen und von jedem sozusagen einen im Körbchen zu haben. Und das gibt halt einfach eine tolle Mischung. Ja? Und jeder bringt sein Können, sein Wissen ein. Aber es sollte schon wirklich auch immer so sein, dass man möglichst verschiedene aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus von Dachorganisationen eben zusammen hat.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ein Projekt am Laufen. Das ist vielleicht auch, das ist gerade zu Ende. Da geht es um Präventionsschulungen für oder gegen Kindesmissbrauch. Also ganz total wichtiges Thema. Und da weiß ich noch, bei der Suche nach den Partnern war es eine große Schwierigkeit, auch eine Organisation zu finden, die sich da an dem Thema auch auskennt. Nämlich oft wollen die eben oder überhaupt keine Kapazitäten, bei irgendwelchen EU-Projekten mitzumachen. Die sind dann halt mit ihrer Arbeit vor Ort so ausgefüllt, die auch so verantwortungsvoll ist. Da weiß ich noch, dass ich wirklich sehr, sehr lange gesucht habe, bis ich endlich einen gefunden habe, die wirklich diese Fachkompetenz auch einbringt. Denn man hat meistens immer Leute, die die Projektkompetenz mitbringen, aber nicht die Fachkompetenz. Und da hat sich's gelohnt, lange zu suchen. Der Partner, der war aus Polen, der landesweite landesweite Organisation, die Präventionsarbeit macht da in Polen. Und die haben halt einfach super Arbeit gemacht. Ja, ohne die wäre das ganze Projekt nichts wert gewesen. Aber dadurch, dass wir diese kenntnisreichen und so erfahrenen Praktiker dabei hatten, war das für alle ein riesiger Gewinn.